So, Leute, da sind wir wieder bei Darksiders. Ja, im letzten Part haben wir ja gegen Uriel gekämpft, ja, und haben da festgestellt, dass sie scheinbar aber dann doch nicht verraten hat, weil sie hatte irgendwie überhaupt keinen blassen Schimmer davon und es ist alles ein bisschen kompliziert. Naja, wir haben noch, ich glaube, zwei Teile der Armageddon-Klinge geholt. Eins, zwei, drei. Uns fehlen nur noch drei Stück, das ist gar nicht mal mehr so viel. Sehr viel vergossenes Blut und 143 Kilometer, das ist schon ziemlich viel. Seelen gesammelt 38.000, das ist nicht so viel. Kills gesamt 1726, okay. Zeit im Kampf 2 Stunden 27, Gesamtspielzeit. Oh, das geht aber eigentlich, ne? 10 Stunden nur durch die Gegend gerannt. Ja gut, das kennen wir ja schon. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich wollte eigentlich... Ne, Sekunde mal, ich war schon richtig. Ich dödel. So, 1, 2, 3 und zwar einmal da, da und da. Okay. Wunderbar. Wir machen uns jetzt nämlich weiterhin auf die Suche nach den ganzen Bruchstücken der Armageddon-Klinge. So, einmal an der eingestürzten Treppe ist eins. Dann hier die Kreuzung und überschwemmter Pass. Gut, machen wir uns mal ganz kurz auf als erstes mal zur eingestürzten Treppe. Ich gehe mal stark davon aus, dass da auch irgendwie noch ein bisschen was so zu sammeln sein wird. Ich habe ja im letzten Part schon gesagt, dass ich mal so ein bisschen gucken will, dass wir auch noch ein paar Artefakte und was weiß ich nicht alles finden, damit wir zumindest ein bisschen viel haben. Weil so viel haben wir bis jetzt noch nicht. Das heißt, es geht eigentlich. Von der Abgrundrüstung zum Beispiel haben wir schon 7 Teile von 10. Das heißt, noch 3 weitere und wir kriegen die Abgrundrüstung. Die würde ich mir schon gerne mal angucken. Aber ich glaube, die Artefakte, die schaffen wir nicht mehr. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin. Weil ein Artefakt ist... So vermute ich zumindest, ist noch in, ja, da sind wieder Zombies, im Ascheland. Und zwar dieses eine große, was wir da nicht kriegen konnten. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich bin verwirrt. Warte mal. Ich will jetzt wirklich mal ganz kurz gucken, weil hier waren nämlich mal, Sekunde mal, hier kann man runter. Ja, verarschen hier, ne? Ne, ich will mal ganz kurz gucken, weil beim letzten Mal, als ich hier war, wurde es nämlich nicht gespeichert. Warte. Nicht, dass wir jetzt schon wieder einen Lebenskern kriegen oder so. Das wäre schon höchst amüsant. Nee. Hat sich alles in Luft aufgelöst. Unbelievable. Na gut. Dann gucken wir jetzt mal, wo das Bruchstück der Armageddon-Klinge ist. Da geht's nach zu Vulcan. So, hier müssen wir raus. Eingestürzte Treppe. Hier waren wir schon lange nicht mehr, ne? Glaube ich. Hier geht's auch tiefer. Nein, das war nur Fake. Ach, ihr seid hier auch wieder. Oh, der hat eine Waffe. Ey, der sieht aus wie... Der sieht ein bisschen aus wie Abaddon. Ist so. Ja gut, machen wir den mal ein bisschen platt. Damit er uns nicht nervt. Wo, was haben wir denn hier gemacht, als wir hier waren? War das hier nicht schon auf der Suche nach... Nee, da waren wir auf dem Weg nach zu Tiamat, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt komm mal hierher, ey. Ich kotze das an, dass sie fliegen. So, den habe ich zerfetzt. Aktion. Achso, damit können wir wieder Leute erschießen. Na, wieso nicht? Warte. Ein aufgeladen wollte ich eigentlich machen. So. Kabums. Ey, das hat den tatsächlich getötet. Glaubst du es denn? Das hat den auch getötet. Sowas tötet, Engel. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Achso, ja, damit kann man dann hier auf die Dings... Alles schön gut, aber ich würde mich gerne hier noch so ein kleines bisschen umgucken, weil wir haben ja jetzt die Maske der Schatten und dadurch können wir hier mal so ein bisschen umgucken, was hier denn noch so alles versteckt ist. Scheinbar bis jetzt noch gar nichts. Doch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, wie es aussieht nicht. Ach, da unten ist Vulcan. Cool. Schön zu wissen. Nein, wir wollen nicht in den Abgrund. Okay, an der eingestürzten Treppe gibt es scheinbar nichts wirklich zu holen, ne? Ja gut, dann klettern wir mal hier das Gebäude hoch. Hurra, hurra. Warte mal, hier da ist was versteckt. Oder auch nicht. Aber da. Oder auch nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Und ihr Zombies, ihr seid schuld. Das sind aber eine Menge. Das sind wirklich eine Menge. Alter, wo kommt ihr denn alle her? Wer spawnt euch? Au. Das sind wirklich ein bisschen mehr als wenig. Ein bisschen mehr als viel, würde ich sagen. Okay,
dann machen wir die schnell platt. So. Batsch. Du auch. Batsch. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Zombies killen. Ist schon lange her. Na gut. Gehen wir mal hoch. Mal sehen, was hier so ist. Noch mehr Zombies. Alter, das ist hier eine Menge Zombies. Das waren alles mal Menschen. Ja, ja, der Weltuntergang ist schon ein bisschen her, aber die Folgen sind noch immer zu spüren. Na gut. So, jetzt können wir von da aus... Ach, da ist noch einer. Ich habe ihn mit einem Stuhl gehauen. Na, mit einem Stuhl. Noch höher kommt man von hier aus nicht. Okay, dann fliegen wir einfach mal, weil wir es können. Trau es dich, mich hier in der Luft abzuschießen und ich falle runter, ey. Dann stände Polen aber offen. So, warte mal. Okay, es ist ein harter Gegner, dementsprechend würden wir uns nur zu ihm hinziehen. Okay, schön zu wissen. Dann machen wir es halt so. Was auch sehr effektiv zu sein scheint. Moment. Ich hasse diese Viecher, weil die... Alles gut? Weg war er. Lol. Na gut. So. Wer schießt denn hier eigentlich auf uns? Ich weiß es gerade, ne? Gut, ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wo die Armageddon-Klinge ist, oder zumindest das Bruchstück. Wollen wir mal versuchen, hier rüber zu fliegen? Schlechte Idee, ich weiß. Scheiße. Okay, wir dürfen nochmal klettern. Scheibenkleister. Hör mal auf zu nerven. Ich hatte gerade so einen Druck auf dem Ohr, das ist immer dieses eklige, wisst ihr, dann hört man seine eigene Stimme immer noch derbe laut. Und das hasse ich. Naja, okay. Gut, dann dürfen wir nochmal da hoch. Wo ist sie denn überhaupt? Ich habe auf der Karte noch gar nicht nachgeguckt, gebe ich zu. Nein, 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 da. Okay. Wir müssen in ein anderes Gebäude. Aber dafür müssen wir erstmal über die Brücke. Über die eingestürzte Brücke. Obwohl es ja eine eingestürzte Treppe ist. Wieso auch immer eine Treppe? Keine Ahnung. Irgendwie wissen die nicht, was eine Brücke und eine Treppe ist. Naja, was soll's. So. Aber hier. Dann. Hier. Oh, oh. Die schießen. Jetzt habe ich schon wieder. So, schon besser. Einfach mal ein bisschen Luft holen und die Nase dabei zumachen. Und schon hat man es nicht mehr. Und dann geht's wieder auf. Wir werden nicht nachgehen. Wollt ihr mich jetzt mobben? Oh, ich dachte schon. Das wäre ja böse gewesen. Sehr böse sogar. So. Jetzt nochmal hier rüber. So. Alles gut. Oh Mann. Und mal gucken. Ne, da geht's nicht weiter. Wir müssen hier lang. Oh, die Engel nerven. So. Da oben ist es schon, ich sehe es. Wunderbar, dann können wir da ja einfach hinfliegen. Ohne Probleme. So oder auch nicht. Dann müssen wir halt einen anderen Weg gehen. Hier ist ja auch nicht so schlimm. So tragisch. Hier waren wir doch schon mal, ne? Oh, wo kommst du? Och, nerv nicht. Ich hasse es, wenn ihr nervt. Wenn ihr nervt, dann bin ich genervt. So, und dann müssen wir den ganzen Weg auch nochmal zurück, damit wir wieder zu Vulgrim kommen. Ugh. Mein Gott. So. Sind nur noch zwei da. Zwei Stücke der Armageddon-Klinge. Okay. Und mit der Armageddon-Klinge können wir dann... Ich wag's zwar zu bezweifeln, aber damit werden wir dann höchstwahrscheinlich Dingens besiegen. Den Zerstörer, also in dem Fall Abaddon. Ich bin noch mal gespannt. Ja, ja, ist doch gut. Ich gebe allerdings auch nicht nach. Obwohl, doch, ich habe schon nachgegeben, weil der Klügere gibt nach. Naja, was soll's. So, jetzt einfach zu Vulgrim ganz schnell. Da müssen wir aber weit fliegen. Aha, die Höllenwache. Euer Anführer ist tot. Ja, ja, das wissen wir ja schon. Das geil. Alter, jetzt hört doch mal auf, mich abzuschießen. Ihr verbraucht voll viel von meinem Leben, ja? Und ich mag das nicht, wenn man viel von meinem Leben verbraucht, ja? Da werde ich aggressiv. So, kann ich hier eigentlich schon runterspringen? Ich kann hier schon runterspringen. Knappes Ding. Knappes Ding bin ich fast in den Abgrund geflogen, weil ich nicht gesehen habe, wo wir hinfliegen. Das wäre natürlich doof gewesen. Na gut. So. Jetzt einfach schnell zu Vulgrim. So, Würgeacker haben wir schon gemacht.
Alles wunderbar. Jetzt ist die Frage, wo wir noch hin müssen. Vulgrim, danke. So, wir müssen einmal die Kreuzung und der überschwemmte Pass. Dann machen wir erst die Kreuzung, weil beim überschwemmten Pass, ich finde, das sieht schön aus, der überschwemmte Pass. Lalala, fehlt ja nicht mehr so viel. Oh, das sieht nach vielen Treppen aus. Oh oh. Na gut. Ich finde, das sieht im Allgemeinen irgendwie voll geil gemacht aus. Ist auf jeden Fall irgendwie stylischer als dieses, na, ich sag mal, Schnellreisen, wo man einfach nur sagt, da will ich hin und puff, ist man da. Finde ich das hier schon besser, wenn man da so ein kleines bisschen noch laufen muss. Und vor allem, wenn man dann die Ladezeiten damit überbrücken kann, ne? Ist ja wirklich so zum Teil. So, weil wenn wir jetzt nämlich hier durchgehen, sind wir schon fast sofort da. Seht ihr? Oh, das sind rote Todesengel. Aber wir kommen jetzt da oben hin, stimmt. Na, das freut mich doch. Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Immer noch, gar nicht. So, die Kreuzung. Hier haben wir Vulgrim das erste Mal getroffen, ne? Ja, der Reiter ist da. Du, ich hab dir gerade mit dem Schild verhauen. Ich bin gerade voll glücklich. Oh. Wow, das ist ein roter Todesengel. So, der wird ein bisschen vermöbelt. Ach ja. Ist schön, wenn man die so vermöbeln kann. Irgendwie ist das witzig. So, schön mit dem Tremorhandschuh. Ich glaube, der fühlt sich gerade ein bisschen gemobbt, weil er die ganze Zeit durch die Gegend fliegt. Hey, guck mal, da ist ein Zombie. Lass den Zombie wegfliegen. Oh, das fand er gar nicht so witzig. Na gut, ich würde sagen, hier sind so viele Leute, da ist die Sense ganz praktisch. Alles Sense oder was? So. Wunderbar. So, und tschüss. Ach, die Sense ist schon toll. Irgendwie so ein bisschen ist die wirklich praktisch. So. Na gut, aber unser Chaosfresser ist natürlich immer noch am besten. So, dich auch weg. Erstmal die ganzen Gegner hier weg, dann können wir uns nämlich in Ruhe hier umgucken. Umschauen, ja. So. Einer ist weg. Der nächste ist auch weg. Wieso sind die alle eigentlich rot? Das verstehe ich nicht. Sind das jetzt ganz besonders harte Engel oder wie soll ich das verstehen? Naja, was soll's. So, den machen wir auch noch platt. Ja, da ist ja immer noch einer. Na gut. Wieso die allerdings rot sind, das raff ich nicht. Es sieht schon geil aus, aber ob das so muss, ich weiß ja nicht. Wir hatten ja anfangs die mit den weißen Flügeln, dann hatten wir schwarze Flügel und dann hatten wir so komische lila Flügel und jetzt haben wir die roten Flügel. Mhm. Kann ich da irgendwie rüber? Da drüben ist eine Truhe. Oh, hier unten ist auch eine Truhe. Ach so, das ist die Truhe hier unten. Ach so. Na, wenn es weiter nichts ist. So, da komme ich dann auch wieder hoch. Wir haben uns hier gar nicht richtig umgeschaut. Frechheit. Frechheit. So. Wo war denn das jetzt, wo man sich so hoch schwingen konnte? Da hinten sind auf jeden Fall etwas härtere Gegner. Gut, Zombies. Na. Ja. So, mit der Sense zerfetzt. Nee, ohne Scheiß. Wie kam man da hoch? Irgendwie konnte man da hoch, aber ich habe vergessen, wie. Wir hatten irgendwie hier. Und dann hatten wir hier doch. Aha. Ja, funktioniert nicht so ganz, wie ich mir dachte. Schade. Oh, wo kam der denn jetzt her? Ich habe ihn einfach nur gegriffen und dann war er tot. Gut, dann suchen wir mal irgendwie einen Weg, wie wir da hochkommen. Weil wenn wir da durch dieses riesige Gebäude da gehen, das bringt nicht wirklich etwas. Hört einfach mal auf zu nerven. Okay. Hört einfach auf zu nerven. So, du auch. Und du auch. Und tschüss. Ach, und ein Zombie haben wir noch. Und pff, da war er tot. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir waren hier schon ewig nicht mehr, ne? Wir waren hier wirklich schon ewig nicht mehr. Es ist ja immer schön, diese Wege zu finden. Ah, guck mal, hier unten kommen wir auch noch weiter. Hier waren wir auch noch nicht. Können wir auch gar nicht, ne? Weil da hatten wir ja den Dreh... Boah, Handschuh, jetzt, das war jetzt fake. Den hier. Den hatten wir da noch nicht. So, und was ist hier unten? Teil der Abgrundrüstung oder was? Naja, sieht noch was anderem aus. Höllenfeuer. Durchsetzt eine Nahkampfwaffe mit dem Element Feuer. Okay. Ist das ein legendäres Ding oder ist das so Standard?
gucken wir uns gleich mal an. Das ist bestimmt cool, wenn wir unseren Chaosfresser mit Feuer ausstatten. Wobei ich sagen muss, ist das auch ein bisschen dämlich, weil unser Chaosfresser, der ist ja schon mit dem legendären Ding da ausgerüstet, ne? Mit dem Kriegspracht. Höllenfeuer. Der durch Waffen verursachte Schaden bei Treffern wird erhöht. Es besteht die Chance, dass Feinde Feuerschaden erleiden. Es besteht die Chance. Aber ich würde mal ganz kurz gerne sehen, wie das aussieht mit dem Schwert. Das Schwert brennt. Okay. Ich weiß ja nicht. Es sieht zwar schön aus, dass es brennt, ne? Mehr oder weniger. Es sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Aber irgendwie fand ich das Rot von dem, von Kriegs, Pracht. Ich vergesse immer den Namen, tut mir leid. Von Kriegspracht besser. So, das sieht doch wohl tausendmal geil aus, ne? Diese schön rote. Ach, das sieht geil aus. So, jetzt müssen wir, wie gesagt, nur irgendwie einen Weg finden, wie wir da hochkommen. Der dürfte ja kein Problem sein. Oder müssen wir von da oben runterspringen? Und dann da hinfliegen und dann da hoffentlich nicht, weil dann sind wir ein zu weit. Da ist doch sogar das Bruchstück von der Armageddon-Klinge. Aber wie kommen wir da hoch? Tja, das ist die Frage. Würde ich mal sagen, ne? Gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir das alles machen. So, erstmal den hier plätten. Ich bin gerade echt am Überlegen, da kommen auch immer mehr Todesengel. Super. Super. Na gut, dann machen wir die mal schnell platt. Und da unten ist auch eine Truhe drin. Okay. Keldoran? Okay. Was ist mit Keldoran? Mit ganz schnell platt machen ist das hier bei denen immer so ein bisschen problematisch, ne? Dong, ich hab's mit dem... Okay. Hau ich sie mit dem Auto kaputt. Bums. Und ich hab das Auto kaputt gehauen. Tja, manchmal passiert das halt, ne? So. Kaputt. Sauber. So, jetzt seid ihr noch dran. Halt mal auf, mich hier zu ärgern. So. Da, der ist jetzt weg. So, und der da hinten, den machen wir auch noch. Und da ist auch noch einer. Na gut, wenn es weiter nichts ist, außer diese paar Engel hier. Todesengel des Verderbens. Na gut, der will nicht stylisch getötet werden, der will so getötet werden. Bist du zu doof? Schau mal, ja. So, dann machen wir es halt so. Ganz easy. Und dann holen wir uns hier die Truhe. Dann haben wir hier zumindest die Truhen schon mal weg. Aber trotzdem werde ich irgendwie das Gefühl nicht los, dass die Kreuzung irgendwie der falsche Anhaltspunkt ist. Ich glaube nämlich wirklich, wir müssen irgendwie in dem Gebäude da oben raus, rein, was auch immer. Ich kann auch die Tür nicht aufmachen, gut, dann muss ich halt durchs Fenster. Dann gehe ich halt durchs Fenster. So, mache euch noch zwei, euch zwei noch platt hier. Komm mal her. Das wollt ihr jetzt zwar nicht. Ist er jetzt tot? Bums. Hä? Der ist schön geflogen. Habt ihr das gesehen? Nee, Sekunde mal, hier hinten ging es auch nicht weiter, ne? Oh Mann. Na komm. Den einen noch. Und dann mache ich es halt so. War mir jetzt zu doof. Nee, hier geht's wirklich nicht weiter. Wir haben einen Fehler begangen. Ich glaube, ich habe mich nämlich an der falschen Stelle einfach hingewarpt. Oder komme ich da noch in das Gebäude rein? Das wäre natürlich super. Aber ich wachs. Er zu bezweifeln, nee, das ist alles verschüttet. Scheiße! Gut, das heißt, wir kommen da nicht hoch. Kommen wir da noch irgendwo hin? Nee. Hier ist eine Truhe drauf, die würde ich mir auch gerne holen, aber die können wir uns dann von da holen. Okay, dann muss ich halt mal gucken. Uiuiui. Es wird schon alles wieder ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Ach, wir können gar nicht tiefer. Das heißt, wir müssen von hier... Okay. Wir müssen irgendwas von hier machen. Ja, wenn ich wüsste, wie ich da... Warte mal. Hier ist auch nicht zufälligerweise irgendwas, wo so zum Fliegen versteckt oder so. Ja, wie es aussieht nicht. Wie soll ich das denn machen? Batsch. Ach, da. Okay, und wie soll ich da... Natürlich.
Das war jetzt dämlich von mir. Okay, gebe ich zu. Jetzt haben wir die Hauptzeit hier von dem Part haben wir schon dafür weggebracht. Na toll. So, hiermit können wir nämlich erstmal hier rauf. Wunderbar, dann springen wir hier einmal rüber. Oh Mann, das war schon peinlich, gebe ich zu. So, jetzt hier. Und Abgrundkette. Das war schlau. Ich sollte die Abgrundkette vielleicht vorher aktivieren. Funktionieren die eigentlich trotzdem noch? Nee, natürlich nicht. Ach, nerv nicht. Okay, das heißt, wir müssen die Maske aktivieren. Fliegen damit hier rüber, das wird zu knapp. Ja, das war sehr schlau. Ich hab's auch gerade richtig gemacht, ich bin nur so doof. So, hier, dann hier. Jetzt wählen wir die Abgrundkette aus. Weil die Maske der Schatten bleibt dann noch ein bisschen aktiv. Und dann können wir von hier aus ganz einfach... So. Und hier ist jetzt irgendwo eine Truhe. Oder auch nicht. Okay. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt als vorher. Weil hier sollte eigentlich eine Truhe irgendwo sein, ist es aber nicht. Naja, dann holen wir zumindest schon mal das Bruchstück von der Armageddon-Klinge, ne? Ist doch auch was. Das ist nicht irgendwie unser Hauptziel, gerade. So, finden Sie das letzte Stück der Armageddon-Klinge. Ja, ist doch gut. So, und dann müssen wir noch zu, Ultan, ne? Zum schwarzen Hammer. Na gut, allerdings will ich jetzt erstmal gucken, wo zur Hölle ist denn hier bitteschön diese... Wo soll denn hier die Truhe sein? Blick ich gerade nicht. Die Truhe ist angeblich hier irgendwo. Aua. Ergibt für mich alles gerade keinen... Oder ist sie hier hinter? Versteckt. Nee, auch nicht. Hä? Leute, ich bin verwirrt. Geringfügig. Vor allem, die kann eigentlich nur hier sein. Ich dachte, die wäre hier drauf. Hier ist sie aber nicht. Frechheit. Okay. Nee. Blicke ich gerade wirklich nicht durch. Wo soll da die Truhe sein? Da oben ist sie nicht. Da waren wir ja eben schon. Ergibt in meinen Augen gerade relativ wenig Sinn. Oder da oben? Ah, da oben waren wir ja schon drauf. Okay, ich versuch's nochmal ganz kurz, auch wenn wir jetzt schon fast die Hälfte der Zeit um haben. Die Hälfte. Wenn wir die Zeit jetzt eigentlich schon um haben, das ist mir jetzt doch... Ich will wissen, was da für eine Truhe ist und was da in der Truhe drin ist. Nicht, dass da irgendwas Wichtiges drin ist, wie zum Beispiel ein Teil der Abgrundrüstung. Das wäre natürlich dann schon arg bitter, ne? So. So, jetzt die Dings. Hier hochfliegen. Ja, ganz so hoch kommen wir nicht. Da ist der Amboss. Wo ein Teil der, der Armageddon-Klinge drauf war. Und ansonsten ist hier nichts mehr. Oder bin ich jetzt wirklich doof? Ich stehe direkt davor und krieg sie nicht. Das ist gemein. Hä? Also laut Karte ist sie hier. Genau hier. Ah, da ist er nicht. Das ist nur dieses komische Fliegding. Blicke ich jetzt nicht so ganz durch. Naja, ich hoffe mal, dass ich da nicht der Einzige bin. Na gut, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, ich meine, sehr viel geschafft haben wir ja jetzt nicht, es geht eigentlich, aber wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar, vielleicht weiß der ein oder andere von euch ja, was, wo hier diese Truhe sein soll, ich raff's auf jeden Fall nicht. Und ich sage Tschüss und bis dann irgendwann, euer RangyLP. Bye!